Herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch in der Akademie für Menschliche Medizin, wobei ich heute einen Gast habe, der schon mehrfach auch da war, Manuel Bochzler. Trotzdem würde ich ihn bitten, sich noch mal kurz vorzustellen für diejenigen, die ihn nicht kennen. Und er ist nicht nur, oder heute ist er wieder als Gast da, aber ich habe die schöne Perspektive, dass er demnächst auch an meine Stelle rutschen wird und ab und zu Spitzengespräche an meiner Stelle führen wird, damit ich mich ein wenig in den Lehnstuhl setzen kann, ein wenig ausruhen. Manuel, ganz herzlichen Dank dafür. Und wie gesagt, vielleicht nochmal zwei, drei Dinge zu deiner Person. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Manuel Bochzler. Ich bin Arzt bzw. arbeite als Arzt in einer Praxis, die sich mit chronischen Erkrankungen auseinandersetzt. Und wir schauen uns hier diese Erkrankungen wirklich tief an. Das heißt, wir schauen hier nach der grundlegenden Ursache und bedienen uns hier unterschiedlicher Diagnostik von Genetik, Epigenetik und den ganzen anderen funktionellen medizinischen Dingen. Zusätzlich habe ich aber noch eine zweite Firma, die sich auch mit Epigenetik beschäftigt, und zwar mit der Ausbildung von Heilpraktikern, Coaches, Gesundheitscoaches, Physiotherapeuten und Ärzten in dem Bereich der Epigenetik. Und das ist einfach eine ganz, ganz schöne Sache und macht sehr, sehr viel Spaß. Und da haben wir beide uns auch kennengelernt. Ja, danke für die kurze Einleitung. Das ist wirklich toll, wenn man auf jemanden trifft, der auch so einen Kopf voller Wissen hat und das gerne und gut auch rüberbringen kann. Heute sind wir unterwegs mit einem Thema, was, ja, ich will nicht sagen, fast in aller Munde ist, Allergien. Aber ich habe den Eindruck, dass mindestens genauso viel Unkenntnis oder Halbwissen da ist und auch unter den Kollegen. Und von daher denke ich, ist das eine gute Sache, wenn wir uns heute mal zu diesem Thema ein bisschen austauschen. Ja, genau. Also Nahrungsmittelallergien oder allgemeine Allergien sind ein Thema, das eigentlich jedem Arzt oder jedem Heilpraktiker bei sehr, sehr vielen Patienten begegnet. Und häufig wird es einfach verkannt, weil die Symptome so unspezifisch sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns über dieses Thema einmal unterhalten und wie man es auch richtig diagnostizieren kann. Ich meine, wenn mich irgendwo juckt und ich habe also keinen Brennnessel eingepackt, dann kann man ja schon mal eher hinkommen. Aber es gibt ja Symptome, die ja nun ganz, ganz anders sind, wo man primär mal überhaupt ja eine Allergie denkt. Ja, wir denken ja immer, wenn wir über Allergien sprechen, daran, wir essen zum Beispiel eine Haselnuss und sofort fängt an, der Mund zu jucken oder der Hals schwillt zu und wir müssen irgendwie den Notarzt rufen. Ja, das ist so die typische Allergie, an die jeder denkt. Oder wir haben zum Beispiel eine Gräserallergie und die Augen brennen oder die Nase läuft. Das sind so die typischen Allergien, die der Normalverbraucher eigentlich kennt. Aber die Allergien, die eigentlich zu chronischen Entzündungen führen im Körper, die kennen viele nicht und die sich tatsächlich dann auch im ganzen Körper verteilen, sozusagen diese Entzündungsfaktoren. Und darüber wollen wir einfach heute auch sprechen, weil die werden sehr oft verkannt, weil die Symptome erst 2, 3 Tage nach der Einnahme sozusagen des Allergens auftreten und deswegen aber auch so wichtig sind, weil sie sehr, sehr weitläufige Folgen haben können im Körper, wenn man sie verkennt. Wobei eines der Symptome, was nicht damit assoziiert wird, die Wassereinlagerung ist. Viele Menschen sagen, ich verstehe das nicht, in einer Woche bin ich 4 Kilo schwerer geworden. Wie kann das sein? Ich habe doch gar nicht mehr gegessen. Ja, es ist Wasser, was der Körper im Rahmen dieses entzündlichen Prozesses einlagert und was er genauso gerne wieder abgibt und schnell wieder abgibt, wenn die Entzündung wieder aufhört. Ja gut, also allgemeines Phänomen. Frage, wie steigen wir ein? Haben wir eine Systematik? Ich glaube, ich würde am liebsten erstmal darüber sprechen, dass es einfach, ja, dass wir darüber sprechen, was sind eigentlich Lebensmittel? Was macht ein Lebensmittel eigentlich gesund? Ja. Und ist jedes Lebensmittel für uns persönlich immer geeignet, wenn das Lebensmittel zum Beispiel gesund ist oder als gesund deklariert wird? Ich denke, da ist am besten mal einzusteigen und dass wir dann Step by Step Richtung Allergie gehen, vielleicht auch mal den Darm uns noch anschauen und wie es auch in der Allgemeinbevölkerung eigentlich aussieht, wie die Zahlen aussehen,
wie viele Allergien, Nahrungsmittelallergien überhaupt in unserer Bevölkerung vorhanden sind. Und das sind tatsächlich relativ viele. Und die Zahl steigt stetig. Das kann ich nur immer wieder auch in der Praxis sehen. Ja, es liegt sicherlich auch zum Teil daran, dass wir, wenn man jetzt das mal vom Sprachgebrauch her nimmt, immer mehr Nahrungsmittel haben, immer weniger Lebensmittel. Ne? Denn Lebensmittel, wir haben ja dieses tolle deutsche Wort, das ist ein Mittel zum Leben. Und was die Nahrungsmittelindustrie da teilweise produziert, da können einem die Haare zu Berge stehen. Ne? Aber es ist ja nicht nur alles jetzt wieder auf die böse Industrie geschoben, sondern wir sind ja auch mit in diesem Geschehen eingebunden. Ja, das ist richtig. Also wenn man wirklich von Lebensmitteln spricht, dann sollte man wirklich an Nahrungsmittel denken, die Erde natürlich produziert. Aber was wir heutzutage teilweise bekommen, sind ja fertig verarbeitete Produkte, die unterschiedlichste Stoffe auch beinhalten, aber auch leider teilweise unterschiedlichste Umweltgifte beinhalten, die uns am Ende auch krank machen können. Aber was ja auch so ist, dass wir Lebensmittel haben, die schon auch von der Natur Erde kommen, aber nicht unbedingt für unseren Körper gesund sind, weil unser Körper tatsächlich darauf entzündlich reagiert, besonders wenn er dann eine Nahrungsmittelallergie hat. Das heißt, nicht jedes gesunde Lebensmittel, was auch als gesund deklariert wird, ist für uns persönlich gesund, weil unser Körper eventuell dagegen schon eine Allergie entwickelt hatte oder hat. Und deswegen müssen wir dieses Lebensmittel dann eventuell auch meiden. Wenn wir aber nicht wissen, dass wir gegen dieses Lebensmittel allergisch sind, dann produziert unser Körper bestimmte Entzündungsbotenstoffe, die am Ende zu unterschiedlichsten Erkrankungen auch führen können. Und deswegen ist es eigentlich auch so wichtig zu sagen, okay, mal angenommen, jeder weiß, ein biologisch angebauter Apfel ist gesund. Ja. Wenn wir aber gegen diesen Apfel allergisch sind, dann ist dieser Apfel nicht für uns gesund. Und das müssen wir sozusagen auch immer wieder, muss ich meinen Patienten auch immer wieder sagen, nicht jedes Lebensmittel ist gesund, wenn wir darauf natürlich allergisch sind. Und manche Allergien wissen wir gar nicht und meistens sind wir eigentlich gegen die Dinge allergisch, die wir sehr häufig essen. Und Leider. Warum ist das so? Weil wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, die sehr häufig davon betroffen ist, von dem sogenannten Leaky Gut, aber da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Ein Leaky Gut führt am Ende zu zahlreichen Lebensmittelallergien. Und das ist, da beginnt ein Teufelskreislauf. Ja. Ja gut, dann starten wir mal mit der Übersicht, was denn da so alles im Volk unterwegs ist. Ja, das würde ich auch mal machen. Genau. Ich teile mal meinen Bildschirm. Okay. Ja, da ist die moderne Technik doch sehr hilfreich. Ja. Genau. Gehen wir in den Vollbildmodus. Ich glaube, so besser. Schön, sehr schön. Ja, was sehen wir hier? Die Goethe-Universität in Frankfurt hat schon gesagt, dass über 54% aller Deutschen über 18 an einer chronischen Erkrankung leiden. Und das sind dann hier, wenn man das sieht, 8,5 Millionen unter Arthrose, 13 Millionen unter chronischem Kopfschmerz, 6 Millionen tatsächlich an Diabetes. Und da muss man sich eigentlich fragen, woher kommen denn diese chronisch Erkrankten? Und eine tiefer liegende Ursache können auch davor Nahrungsmittelallergien sein, die dann zu Entzündungsfaktoren geführt haben und am Ende zu einem chronischen Problem führen. Wie das passiert, können wir später nochmal drüber sprechen. Aber auch schon die WHO sagt, dass 79% aller chronischen Erkrankungen ernährungsassoziiert sind in Europa. Und das ist wirklich immens viel. Ja, das sind dann über 30 Millionen Menschen. Und das sollte man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass einem das bewusst ist, dass Nahrung für uns ganz, ganz wichtig ist und auch nicht, dass jede Nahrung, die wir essen, für uns gesund ist. Und die Schwenninger Krankenkasse zum Beispiel hat auch schon gesagt, hat das unter den Deutschen sich einmal angeschaut und man sieht hier, dass alle Deutschen auf 30% aller Deutschen auf bestimmte Lebensmittel reagieren und tatsächlich 38% der jungen Menschen zwischen 18 und 34% eine Lebensmittelallergie haben. Und das sind schon relativ viele. Und leider, und wirklich leider, beklagen sehr, sehr viele, über 60%, dass sie Probleme haben bei der Suche nach einer kompetenten Unterstützung. Also nach einem guten Arzt oder Heilpraktiker, der wirklich kompetent hier
aufklärt, untersucht und diagnostisch auch vor allem untersucht. Das ist der Grund, warum wir heute dieses Thema einmal durchgehen, um es dem Laien, den wir ja ansprechen dazu, aber eben auch den Kollegen noch einmal auseinanderzufieseln, denn die Chance ist natürlich groß und der Gewinn ist riesengroß, wenn ich es schaffe, dass meine Ernährung, meine Lebensmittel wieder für mein Leben da sind und mich nicht quälen oder sogar krank machen. Ja, genau. Und das ist einfach wirklich wichtig. Und ich glaube, ich zeige mal die nächste Folie, die wir haben, weil wir ja immer darüber sprechen, schon die ganze Zeit, dass mich praktisch Lebensmittel krank machen können, beziehungsweise die Immunreaktion krank machen kann. Und da habe ich einen ganz, ganz tollen Kreislauf, den ich ganz gerne teilen möchte. Und zwar sieht man es hier einmal, hier auf dieser Seite. Wir alle wissen, dass Stress, Kunststoffe, Metalle, Industriegifte, aber zum Beispiel Elektrosmog, Weichmacher, zum Beispiel aus dem Plastik, Pestizide, Insektizide und so weiter, am Ende für unseren Körper nicht gesund sind. Aber auch Lebensmittelantigene. Das bedeutet, alle Lebensmittel, gegen die wir allergisch sind, können auch eine gewisse Immunreaktion in uns auslösen. Nicht nur die ganzen Umweltgifte, die wir mittlerweile schon kennen. Und bekommen wir jeden Tag, muss man sich vorstellen, jeden Tag oder essen wir jeden Tag ein Lebensmittel, welches uns nicht gut bekommt, weil wir allergisch drauf reagieren, dann entsteht in unserem Immunsystem eine Kaskade an Immunprozessen, die am Ende zu oxidativem Stress führt, aber auch zu sogenannten nitrosativem Stress. Und diese beiden Stressarten können dann am Ende auch zu einer Mitochondriopathie führen. Das heißt, eine Mitochondriopathie, die Mitochondrien sind ja unsere Energiekraftwerke unserer Zelle, die wir in jeder einzelnen Körperzelle haben. Zum Beispiel in unserem Herz haben wir vermehrt Mitochondrien, weil unser Herz so viel schlagen muss und so viel Energie braucht. Aber auch unsere Muskelzelle hat Mitochondrien. Und diese Mitochondrien bauen für uns Energie in Form von ATP. Und eine Mitochondriopathie ist, wenn unsere Zellen nicht mehr genug Mitochondrien oder beziehungsweise diese Mitochondrien nicht mehr richtig funktionieren. Und dieser oxidative Stress und dieser nitrosative Stress kann dazu führen. Das heißt, Lebensmittelallergien können am Ende dazu führen, dass wir eine Mitochondriopathie, eine sogenannte sekundäre Mitochondriopathie entwickeln und dann am Ende nicht mehr leistungsfähig sind. Wir werden müde, wir werden chronisch müde. Aber wenn unsere Mitochondrien auch nicht mehr richtig gut funktionieren in manchen anderen Zellen, dann kann es auch dazu führen, dass wir zum Beispiel Diabetes entwickeln, dass wir aber auch zum Beispiel andere metabolische Erkrankungen entwickeln, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Das heißt, die grundlegende Ursache am Ende war tatsächlich eine Lebensmittelallergie. Aber okay, noch viel spannender ist dann natürlich auch zu überlegen, wie entsteht eine Lebensmittelallergie? Und da können wir dann auch nochmal drauf, warum entstehen denn zum Beispiel Allergien? Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Was ist der Unterschied zwischen oxidativem und nitrosativem Stress? Das ist an sich sozusagen der chemische Prozess am Ende. Wir haben ja zum Beispiel ganz normale Sauerstoffradikale. Das ist dann der oxidative Stress. Und beim nitrosativen Stress ist es Stickstoffmonoxid. Ah, ja. Und okay. Das sind sozusagen zwei unterschiedliche chemische Moleküle, die der Körper dann sozusagen wieder entgiften muss. Ja, okay. Ja. Und am Ende, wenn wir natürlich auch eine sekundäre Mitochondriopathie haben, was passiert? Ein Teufelskreislauf passiert. Können unsere Mitochondrien oder arbeiten unsere Mitochondrien nicht mehr richtig? Übersäuern wir zum Beispiel, entsteht zu viel Laktat in unserem Körper und das führt wieder dazu, dass nicht mehr genug Mitochondrien arbeiten können in der Zelle. Und irgendwo muss man dann als Therapeut auch eingreifen in diesen Prozess. Ja, und da ist es halt wichtig, auch den Auslöser, wie zum Beispiel das Lebensmittelantigen, diese Lebensmittelallergie, einmal wegzunehmen für eine gewisse Zeit. Das heißt also, wir müssen erstmal den Bösewicht finden. Genau, wir müssen erstmal den Bösewicht finden. Und das ist das manchmal ein bisschen das Schwierige an dieser Situation. Und da gibt es halt ganz
wunderbare Diagnostiken. Was wir in der Praxis zum Beispiel machen, ist, wir messen die IgG-Antikörper. Wenn man also die normalen Allergien testet, das ist zum Beispiel sind die IgE-Antikörper. Das heißt, das sind die Anti- oder diese Allergien, die wir sofort merken. Wenn wir eine Haselnuss essen und sofort darauf reagieren, ist es die Allergie, also von der Sofortreaktion nennt man das. Das bedeutet, die IgE-Allergie nennt man die. Aber eine IgG-Allergie, ja, die löst am Ende chronische Entzündungen aus, wie zum Beispiel diese sekundären Mitochondriopathien, wie zum Beispiel aber auch am Ende Diabetes oder andere metabolische Erkrankungen aus dem metabolischen Syndrom. Und deswegen ist es wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen, dass man nicht nur IgE-Antikörper misst im Blut von der Sofortreaktion, sondern auch die IgG-Antikörper, die eine chronische Entzündung im Körper auslösen und eine sogenannte Silent Inflammation. Warum nennt man das Silent Inflammation? Weil der Körper das erstmal nicht mehr richtig merkt oder die Person. Die merkt das erst ganz, ganz spät. Und manchmal, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal an, man ist auf einen Apfel allergisch und zwar nicht mit IgE-Antikörpern, sondern mit IgG-Antikörpern, dann merkt man das erst 3-4 Tage später, dass dann eventuell der Darm sich mehr entzündet. Und dann kriegt man eigentlich überhaupt nicht mehr den Zusammenschluss dazu. Ja, habe ich vor 3 Tagen habe ich mal einen Apfel gegessen und anscheinend reagiere ich auf einen Apfel. Also das ist total kontrovers und das kann man eigentlich gar nicht mehr ausfindig machen. Und deswegen ist hier in dem Fall die Diagnostik so wichtig. Und was machen wir da? Ja, und was machen wir da? Wir messen die sogenannten IgG-Antikörper und ich kann hier eine ganz, ganz tolle Folie nochmal zeigen. So, voilà. Und wenn wir, hier ist ein ganz tolles Beispiel, zum Beispiel mit dem Apfel. Hier sehen wir, wenn wir auf Äpfel allergisch sind, dann und mit IgG, diese IgG-Antikörper dafür suchen bei einer Apfelallergie, dann entsteht in unserem Körper eine niedriggrade unspezifische chronische Entzündung, sogenannte Silent Inflammation. Und man weiß mittlerweile aus Studien, dass halt genau diese Silent Inflammation am Ende zu chronischen Erkrankungen führen kann oder beziehungsweise eine große Rolle in der Entstehung davon spielt. Und wenn wir uns das anschauen, gerne nochmal eine andere Folie zeigen, was machen wir da? Wir messen die sogenannten IgG-Antikörper. Und zwar, eine Folie. Das ist eine ganz, ganz gute Folie. Wir messen die sogenannten IgG-Antikörper, und zwar die IgE1-Antikörper, IgG2-Antikörper und IgG3-Antikörper. Ja. Warum genau diese 3 IgG-Antikörper? Weil diese zu chronischen Entzündungen führen. Es gibt noch einen 4. IgG-Antikörper, und zwar den IgG4-Antikörper, der führt aber am Ende nicht zu einer entzündlichen Reaktion. Mit dem Test, den wir hier auch in der Praxis machen, misst man tatsächlich alle IgG-Antikörper, also 1, 2 und 3, und schaut dann, wo sind hier die Verhältnisse und welche spielen im Organismus auch wirklich eine Rolle. Und wenn wir zum Beispiel, nehmen wir nochmal das Beispiel Apfel, haben wir ganz viel IgG-Antikörper gegen Äpfel, vor allem 1, 2 und 3, entsteht in unserem Körper oder in unserem Darm vor allem, reagiert unser Immunsystem darauf. Und es entstehen Immunbotenstoffe, TNF-Alpha und IL-12 zum Beispiel. Das sind Zytokine, sogenannte Zytokine. Und am Ende werden dadurch diese Antikörper gebildet
Und am Ende entstehen entzündungsfördernde Botenstoffe wiederum und unser Komplementsystem wird aktiviert. Und das führt am Ende zu einer chronischen Entzündung, weil wir immer wieder entzündungsfördernde Stoffe in unserem Blut haben. Und unser Darm, der ist eigentlich das System, was dafür sorgt, dass wir geschützt sind vor diesen Allergenen. Aber dadurch, dass unsere Bevölkerung mittlerweile sehr häufig unter einem Leaky Gut leidet, tatsächlich, entstehen immer mehr und mehr Allergien. Ja, das ist das Riesenproblem. Wenn ich dann diese Untersuchung mache, dann kriege ich schriftlich, was ich in den letzten 14 Tagen gegessen habe. Das bringt mich nicht weiter, oder? Tatsächlich dann schon. Also es ist nicht so, dass die Antikörper, die man dagegen bildet, gegen bestimmte Proteine oder bestimmte Lebensmittel, dass die so schnell abgebaut sind. Da habe ich auch eine ganz tolle Folie, um einmal zu zeigen, wie lange oder wie schnell diese Antikörper abgebaut werden. Kann ich gerne mal zeigen. Wenn man das einmal misst, sieht man hier, dass die Antikörper erst nach 3 Wochen sich exponentiell immer um die Hälfte reduzieren. Und wenn wir natürlich einen sehr sensitiven Test benutzen, also einen Test, der sehr sensibel ist, dann kann man auch schon kleine Mengen an Antikörpern im Blut finden. Und das sieht man hier erst nach 3 Wochen und dann wieder die Hälfte, immer wieder die Hälfte. Das heißt, man braucht einfach wirklich einen sensiblen Test und damit kann man dann auch die Antikörper finden oder die Allergien finden, gegen die man wirklich allergisch ist. Ja, umgekehrt, jetzt greife ich so ein bisschen auf die Therapie vor, die ja doch darin besteht, vor allen Dingen, dass man es weglässt, ja, dass man dann ausreichend lange genug weglässt, sonst hat man ja immer noch die entsprechenden Antikörper im Blut, ne? Genau, da greift man ein bisschen vor auf die Therapie, das ist richtig. Man muss nämlich dann auch schon während der Therapie darauf achten, dass man natürlich diese Lebensmittel, auf die man allergisch ist, weglässt und dann aber die Lebensmittel, die man isst, rotiert, ja, weil höchstwahrscheinlich derjenige, der erkrankt ist an diesen Lebensmittelallergien, eigentlich einen kranken Darm hat und diese Lebensmittel, die er dann eigentlich wieder vermehrt isst, auch dagegen eventuell Nahrungsmittelallergien wieder entwickeln kann. Deswegen ist es hier wichtig, dass hier eine Rotation dann herrscht, also eine Rotationsdiät. Aber da können wir dann später nochmal drauf zurückkommen. Da habe ich eine tolle Folie, wo ich zeige, wie viele oder was wichtig ist an der Therapie am Ende. Okay. Ich möchte noch einmal aufs Leaky Gut zurückkommen. Warum wir am Ende eigentlich auch so viele Nahrungsmittelallergien haben, beziehungsweise ein Leaky Gut dazu führt, dass am Ende Allergien entstehen. Da kann ich gerne noch mal eine Folie auch zeigen, was einen gesunden Darm ausmacht. Ja. Und das sieht man hier. Hier sehen wir eigentlich eine Darmschleimhaut, die komplett gesund ist. Wir haben hier auf der linken Seite haben wir sozusagen das Darmlumen. Hier haben wir unsere Darmbakterien, die hier drin sind. Wir haben hier unsere Darmschleimhautschicht, die uns schützt. Und dann haben wir hier die Schleimhautzellen, die Mucosa. Und die ist komplett dicht. Und wenn jetzt unsere Nahrungsmittelproteine dann praktisch über die Darmschleimhaut aufgenommen werden, beziehungsweise dann die Aminosäuren, dann schützt uns unsere Schleimhaut davor, dass hier die Nahrungsmittelproteine als falsch erkannt werden. Wenn wir aber ein Leaky Gut haben, dann kommen tatsächlich diese Nahrungsmittelproteine von dem Darmlumen in die Blutbahn und werden als falsch erkannt. Und der Körper bildet dann darauf auch Antikörper. Und diese Antikörper verbinden sich dann am Ende mit den Nahrungsmittelallergenen und am Ende entsteht ein Immunkomplex. Und auf diesen Immunkomplex, den wir hier unten sehen, reagiert der Körper dann entzündlich und es entsteht eine sogenannte Silent Inflammation, eine chronische Entzündung,
die dann das ganze System, Leaky Gut und die ganzen chronischen Erkrankungen, die dann danach auch kommen, einfach weiter befeuert. Also ist es nicht primär das Lebensmittel, sondern es ist der löchrige Darm, der aus einem ehemals guten und artgerechten, arttypischen Lebensmittel eine Allergie macht. Genau, richtig. Also es ist, und das habe ich auch vorhin gemeint, schön, dass du das nochmal sagst, ist immer die Frage, woher kommen denn auch diese Allergien? Und dadurch, dass eigentlich, dass so viele Menschen mittlerweile unter einem Leaky Gut leiden oder unter einem leichten Leaky Gut leiden, entstehen auch immer mehr Allergien, Nahrungsmittelallergien. Und eigentlich musste man sich auch fragen, woher kommt denn dieser Leaky Gut? Und dieser Leaky Gut kommt zum Beispiel durch eine Dysbiose, das heißt eine Darmflora-Störung, eine Verschiebung der Darmflora-Bakterien, aber auch durch Umweltgifte, die wir jeden Tag durch unsere Lebensmittel einnehmen. Oder natürlich auch durch chronische Entzündungen, die wir in unserem Körper haben und am Ende zu einem Leaky Gut führen. Das heißt, es ist ein totaler großer Teufelskreislauf, der hier entsteht, der am Ende wieder den Leaky Gut befeuert. Und hier muss man sich fragen, wo ist Henne, wo ist Ei am Ende? Deswegen ist auch ganz wichtig bei der Therapie, dass man nicht nur die Allergene und die Lebensmittel, auf die man allergisch ist, weglässt, sondern dass man auch den Darm therapiert und vor allem den Leaky Gut therapiert. Ja, und wenn ich dran denke, was die Leute für einen Medikamentencocktail haben, nicht zu reden von den Antibiotika, die ja nun wirklich da reinhauen, aber viele Medikamente haben natürlich auch eine Auswirkung auf die Zusammensetzung unserer Darmflora. Und dann geht das schon los. Ne? Ja, da geht's los. Ja. Wie viele Leute nehmen Antibiotika nur wegen einer Blasenentzündung zum Beispiel und schädigen damit ihren Darm? Aber Antibiotika schädigen ja auch leider auch unsere Mitochondrien. Ja, zum Beispiel Ciprofloxacin ist einer der Mitochondrien-Killer. Also ist mytotoxisch. Und Ciprofloxacin kriegt beinahe jede Frau verschrieben bei einer Blasenentzündung. Also das ist schon wirklich, wie du sagst, Antibiotika spielen hier auch eine große Rolle. Das steht aber im Beipackzettel nicht drin, du, oder? Das steht im Beitragszettel tatsächlich nicht drin, ja. Ja, ja. Ja. Gut. Ja, und vielleicht, ich zeige nochmal eine ganz kleine Folie, weil ich ja immer wieder aufs metabolische Syndrom immer wieder komme, was zum Beispiel auch diese Nahrungsmittelallergien machen können. Und um das einmal zu veranschaulichen, habe ich hier eine gute Folie für alle Zuschauer. Und hier sieht man, dass diese Nahrungsmittelimmunkomplexe am Ende auslösen, dass im Körper vermehrt Zytokine gebildet werden, in dem Fall TNF-Alpha. Und ein erhöhter TNF-Alpha-Spiegel führt dazu, dass es zur Insulinresistenz kommt. Und wir alle wissen, wenn wir eine Insulinresistenz bekommen, kann dies da am Ende dazu führen, dass wir Diabetes bekommen. Aber auch eine erhöhte Menge an TNF-Alpha im Blut führt dazu, dass der Leptinspiegel ansteigt. Was führt oder was kommt nach einem Leptinspiegel, wenn er zu hoch ist? Ein starkes Hungergefühl. Und dieses starke Hungergefühl führt dann am Ende auch zu einer Leptinresistenz, also beziehungsweise die erhöhte Menge an Leptin führt zu einer Leptinresistenz der Zellen. Und dieses wiederum fördert wieder das Hungergefühl. Und am Ende, was passiert? Wir essen vermehrt, wir werden dicker und am Ende entsteht wieder Diabetes oder andere Erkrankungen des metabolischen Syndroms wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Das heißt, die Grundursache kann einfach darin liegen, dass wir ein Leaky Gut haben beziehungsweise Nahrungsmittelallergien, die dann dazu führen, dass wir chronische Entzündungen bekommen in unserem Körper und am Ende über Jahre hinweg natürlich, es zu gewissen anderen Erkrankungen kommt. Und dass ich eben eine Insulinresistenz bekomme, obwohl ich nicht wahnsinnig viel Zucker oder Stärke zu mir genommen habe. Rank und schlank bin und habe eine Insulinresistenz. Prost Mahlzeit. Ja, Prost Mahlzeit. Und das ist halt, und das ist kaum bekannt. Und das ist einfach wichtig zu wissen, auch für viele Ärzte wichtig zu wissen, die vor allem auch immer viele Patienten bekommen oder ältere Patienten zu bekommen und dass sie hier auch einmal schauen, wenn derjenige gerade Diabetes entwickelt,
gerade im Vorstadium dazu ist, dass er sagt, okay, vielleicht hat derjenige auch Nahrungsmittelallergien, vielleicht hat derjenige auch ein Leaky Gut. Ja. Und dass man hier auch anfängt, vorzusorgen und denjenigen erstmal im Darm therapiert und halt sozusagen eine Lebensmittelallergie-Diagnostik durchführt. Weil am Ende ist es auch so, dass, wissen wir alle, wenn wir ein metabolisches Syndrom haben, wie zum Beispiel zu viel Fette im Blut, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, dass das am Ende auch zu Arteriosklerose führen kann, dann am Ende zu Herzinfarkt, zu Schlaganfällen. Die Niere kann aussteigen im Alter, dann dadurch, wenn die Nierenarterien verkalkt sind. Also am Ende hat das ganz, ganz weitreichende Folgen, so eine chronische Entzündung. Und eigentlich hätten wir Jahre davor schon was dafür tun können. Mal wieder, ja. Mal wieder. Richtig. Was vielleicht noch ganz, ganz wichtig ist für die Praxis oder in der Praxis, dass viele Therapeuten oder auch Patienten ihre eigenen Symptome verkennen. Nahrungsmittelallergien können zu diffusen Symptomen führen am Ende, zu Gelenkschmerzen, zu Rheuma, Juckreiz kennen alle, aber auch zu Verstopfung, zum Reizdarm, zu Durchfall, zu Blähungen, Gefühlsschwankungen zum Beispiel auch oder Konzentrationsstörungen oder zu allgemeinen chronischen Kopfschmerzen, wie ich vorne schon gesagt habe, oder auch zu Migräneattacken. Und ein anderes sehr häufiges Symptom ist chronische Müdigkeit. Und das sehe ich sehr häufig in der Praxis. Lebensmittelallergien führen sehr, sehr schnell zu chronischer Müdigkeit. Okay. Ja, und jetzt haben wir eigentlich viel über Diagnostik gesprochen. Vielleicht sprechen wir nochmal darüber, über die richtige Diagnostik. Und hier ist es tatsächlich wichtig, ja, die IgG-Antikörper zu messen. Und alle Subklassen, nennt man das, also IgG 1 bis 4 zu messen und diese dann richtig zu interpretieren. Ja. Und da gibt es tatsächlich unterschiedliche Tests auch auf dem Markt. Und wir persönlich nehmen zum Beispiel den Test von Food Sensor oder von BioBalance. Und die achten tatsächlich darauf, dass sie auch schon kleine Mengen an Antikörpern im Test detektieren. Das heißt, die Falsch-Negativ-Rate ist relativ niedrig. Okay. Genau. Vielleicht sprechen wir aber auch noch über einen ganzheitlichen Therapieansatz, oder? Ja, lass uns erst noch mal ein bisschen in die Diagnostik gehen. Was kriege ich denn da so für meinen Auftrag zurück? Ich habe also mein Blut da abgegeben. Was kommt denn dann so wieder? Was sehe ich denn da? Ja, also es ist so, man gibt Blut ab, das ist ein Röhrchen, beziehungsweise gibt es mittlerweile auch Tests, die nur aus der Fingerbeere, also das heißt mit Blut aus der Fingerbeere zu machen sind. Dann kann man sich diesen Test zum Beispiel auch kaufen im Internet und für sich selber und kann dann tatsächlich aus der Fingerbeere das Blut holen, drauftröpfeln auf so ein Papier und dann sieht man hier, kann man das einschicken und am Ende bekommt man das Testergebnis. Und was sehen wir hier? Hier werden ganz spezifisch aufgeteilt oder gezeigt, okay, gegen dieses Lebensmittel habe ich IgG4-Antikörper entwickelt. Auch in welcher Stärke, also in welcher Qualität. Und mir wird auch empfohlen, wie lange ich dieses Lebensmittel weglassen soll. Soll ich es zum Beispiel 3 Monate weglassen? Soll ich es 6 Monate weglassen oder sogar 12 Monate weglassen? Je nachdem, wie hoch auch die Menge an diesen Antikörpern im Blut zu finden sind. Und ist es von Bedeutung, ob ich nüchtern bin oder sollte ich nüchtern sein für die Blutentnahme oder ist das egal? Also im Prinzip ist es egal. Ja, das ist ja immer wieder auch viele Immunologen zum Beispiel argumentieren auch immer wieder, naja, wenn ich jetzt das und das Lebensmittel gegessen habe,
dann habe ich eventuell auch diese Antikörper gerade entwickelt. Aber wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass diese Antikörper eine Halbwertszeit von 3 Wochen haben. Das bedeutet, wir haben diese Antikörper schon relativ lange im Blut. Und was auch der andere Fall ist, es ist nicht so, dass wir Nahrungsmittel in uns praktisch einnehmen oder essen und dann wir sofort Antikörper dagegen entwickeln. Wir entwickeln dagegen nur Antikörper, wenn wir sie auch wirklich nicht vertragen oder unser Darm wirklich löchrig ist und gegen diffuse Lebensmittelallergien entwickelt. Und das sieht man auch an den Untersuchungen, die wir gemacht haben, beziehungsweise die auch hier Food Sensor oder BioBalance gemacht hat, dass es so ist, ich glaube, sie haben über 2 Millionen Tests gemacht, dass man hier sieht, dass nicht jeder Mensch Antikörper gegen das entwickelt, was er eigentlich tagtäglich isst. Okay. Nur wenn er wirklich dagegen allergisch reagiert, dann entwickelt er diese Antikörper. Das heißt, man muss für die Untersuchung nicht nüchtern sein. Man muss auch nicht diese Lebensmittel über längere Zeit weggelassen haben, sondern dieser Test sagt dann wirklich ganz klar, okay, ich habe hier dieses Lebensmittel, diese Lebensmittelallergie und ich kann sicher sein, dass ich tatsächlich oder dass mein Körper dort drauf reagiert. So, jetzt habe ich also eine Latte von meinetwegen 10 positiven Lebensmitteln. Was mache ich? Ja, was machst du? Am Anfang ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Lebensmittel erstmal weglassen. Das heißt, über eine gewisse Rotationsdiät. Das heißt, wir lassen die Lebensmittel erstmal weg. Die Lebensmittel, die positiv getestet wurden. Und die Lebensmittel, die wir jetzt noch essen dürfen, die praktisch, gegen die wir keine Allergien haben, die rotieren wir alle 4 Tage. Und hier gibt auch zum Beispiel BioBalance oder auch Food Sensor, die geben hier einen ganz genauen Plan, was können wir denn noch essen und wie könnte das Ganze aussehen und wie könnte dieser Lebensmittelplan aussehen. Und das ist ja immer wieder auch relativ schwierig, sich dann neue Pläne oder Nahrungspläne zu machen. Und das wird hier tatsächlich dann auch durch diesen Test, nach diesem Test, den Patienten auch direkt empfohlen. Also das finde ich ausgesprochen gut, denn ich koche selber und ich muss sagen, das würde zum Stress ausarten, wenn ich mir alle Nacht noch was Neues ausdenken muss. Ja. Ja. Das ist gut. Wenn ich da einen Vorschlag kriege, ich meine, muss ja nicht 100%, aber immerhin, ich habe da eine Idee, wie ich mich durch diese Zeit durchhangeln kann. Genau. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Es muss praktikabel sein, weil mal angenommen, man ist gegen 20 Nahrungsmittel allergisch, dann wird es schwierig. Und das sind dann meistens auch noch die Lebensmittel, die man sehr, sehr häufig isst. Und dann braucht man tatsächlich Tipps, was kann ich denn jetzt überhaupt noch essen und wie kann ich das Ganze in mein Leben integrieren? Ja, man muss auch irgendwo dem Körper das geben, was er braucht. Das kommt ja noch dazu. Ja. Genau. Das ist das Schöne. Auch da kriegt man Vorschläge nach dem Test, was man dann zum Beispiel stattdessen essen kann, damit man sich dann nicht mangelernährt. Ja. Okay, das ist gut. Und die Zeitdauer? Es kommt drauf an. Das wird auch vorgeschlagen in dem Testergebnis, wie lange bestimmte Sachen sozusagen eliminiert werden sollen aus dem Nahrungsplan und wie sie dann auch wieder nach Abklingen der ganzen Symptome auch wieder eingeführt werden können. Und aber ganz wichtig ist, während dieser Auslastdiät, dass man währenddessen den Darm aufbaut, dass man währenddessen das Thema Leaky Gut angeht, dass man währenddessen aber auch angeht, die chronische Entzündung, die sich ja nicht nur im Darm ausgebreitet hat, sondern auch im ganzen Körper, dass man hier auch bestimmte Therapiearten anwendet, damit diese chronische Entzündung im Körper auch zurückgeht. Also dass allgemein die Entzündungslast minimiert wird. Dann sollten wir da vielleicht auch noch ein paar Worte zu verlieren. Ja, wie funktioniert das? Also ganz klar der Darmaufbau. Das wissen mittlerweile viele. Das Erste, was viele Therapeuten geben, sind Probiotika, das heißt gute Darmbakterien. Mittlerweile bin ich nicht mehr der Meinung, dass man direkt mit Probiotika beginnen soll, sondern man muss
man sollte sich vorstellen, wie funktioniert denn unser Darm? Was mögen denn unsere Darmbakterien am liebsten? Die mögen eigentlich in einem Zuhause leben, das ihnen gut tut, in einem Milieu leben, in dem sie wachsen können, in dem sie florieren können. Das heißt, viel wichtiger ist, den Darmbakterien ein Zuhause zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen, ein gutes Darmmilieu zu schaffen. Und das passiert durch Ballaststoffe, denn Ballaststoffe mögen unsere Darmbakterien und ernähren sich von diesen. Das heißt, Präbiotika, sogenannte Präbiotika-Mischungen, sollte man vermehrt erstmal einnehmen, morgens und abends. Bestimmte, wie zum Beispiel Flohsamenschalen, Flohsamen, aber auch zum Beispiel bestimmte andere Ballaststoffe wie Brokkolipulver, Artischockenpulver, aber auch zum Beispiel Akazienfasern. All davon, das mögen unsere Darmbakterien. Wobei man da aber, glaube ich, da mal so ein bisschen vorsichtig sein muss. Ne? Also ich habe schon mal auch selber erlebt, einen guten vollen Teelöffel und anschließend habe ich dann ein bisschen Trompete gespielt. Ja, da sollte man aufpassen und das Ganze langsam sozusagen starten. Ja. Bei manchen entstehen Verstopfungen, bei manchen entstehen zum Beispiel Blähungen. Durchfall, je nachdem. Okay. Ja. Was aber ganz neu ist, auch in der Darmtherapie, ist der sogenannte Zucker, Tagatose. Unsere Darmbakterien mögen ganz gern Tagatose. Das ist ein wunderbarer Zucker, der süß schmeckt, aber kaum aufgenommen wird in unserem Darm. Aber unsere Darmbakterien sich davon ernähren und hier sich aufbauen können. Das heißt, bei uns in der Praxis werden erst Präbiotika gegeben, dann wird Tagatose gegeben und dann werden Nukleotide gegeben beim Darmaufbau. Nukleotide sind Bausteine der DNA und auch unsere Darmbakterien brauchen Bausteine der DNA. Und es gibt wunderbare Studien, die zeigen, dass Nukleotide die Darmbakterien extrem schnell wachsen lässt, viel schneller als sonst. Wiederholst du das nochmal? Das ist gerade verschluckt gewesen. Wir geben auch Nukleotide. Ja. Das heißt, für unseren Darmaufbau. Nukleotide sind DNA-Bestandteile, aus denen unsere DNA besteht. Und unsere Darmbakterien, die müssen ja auch DNA bilden und können dadurch viel besser wachsen. Und hier gibt es wunderbare Studien, die zeigen, dass unsere, zum Beispiel unsere Bifidobakterien viel schneller wachsen, wenn man ihnen Nukleotide gibt. Okay. Und aus dem Grund sieht unsere Darmtherapie so folgendermaßen aus, dass wir Präbiotika geben. Wir geben Tagatose, den Zucker, und Nukleotide. Das sind die drei Sachen, die wir immer geben. Und dann erst am Ende Probiotika. Warum Probiotika? Das sind dann meistens so ein paar Stämme, so 10, 20, 30 Stämme eventuell, so Bakterienstämme. Aber unser Darm beinhaltet viel mehr Bakterienstämme. Ja. Unser Darm beinhaltet 500 bis 1000 Bakterienstämme. Und die können wir gar nicht alle geben. Die kennen wir auch noch teilweise noch gar nicht alle. Das heißt, wir müssen ja das Milieu schaffen, wo sich der Darm, die Darmbakterien ernähren können. Das machen wir mit Präbiotika, Tagatose und Nukleotide. Und dann am Ende können wir noch ein paar Darmbakterien einnehmen, die meistens im Mangel sind. Das sind dann zum Beispiel Bifidobakterien. Okay. Und das macht dann durchaus Sinn, noch Probiotika zu geben. Ja gut, also haben wir auch was im Täschchen, was wir als Therapie anbieten können. Man muss also nicht lebenslänglich unter seinem Licky Gut leiden. Genau, auf keinen Fall. Ja, das heißt, der Leaky Gut, der wird am besten therapiert, dass man einmal die Nahrungsmittelallergien herausfindet. Wenn man die nicht herausfindet, dann ist das beinahe, es ist ein Teufelskreislauf, der immer wieder den Leaky Gut befeuert. Ja. Das heißt, das Erste ist wirklich sehr, sehr wichtig, um Leaky Gut zu therapieren, Lebensmittelallergien herausfinden. Dann den Darm aufbauen und dann die antientzündliche Therapie zu starten im Körper. Also die Entzündungslast allgemein, die schon durch diesen Leaky Gut, aber auch durch die Nahrungsmittelallergien entstanden ist, zu minimieren. Und das macht man dann zum Beispiel mit einer Mikronährstofftherapie. Man unterstützt die Mitochondrien, man unterstützt den Körper, damit er den oxidativen und nitrosativen Stress besser verträgt oder beziehungsweise das Ganze minimiert wird. Also man versucht, an den unterschiedlichsten Stellschrauben zu drehen. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema ist dann hier natürlich, um antientzündlich auch zu arbeiten, ist das Thema Vitamin D.
Ja, da fiel mir eben noch ein, als du den Darm gezeigt hast. Mal wieder zufälligerweise ist Vitamin D dafür zuständig, dass die Tight Junctions zwischen den Zellen gebildet werden. Habe ich zu wenig Vitamin D, fördere ich auch damit mal wieder einen löchrigen Darm. Ja, Ja, mal der wieder. Vitamin D ist einfach ein Alleskönner, der einfach super wichtig ist. Ja. Aber als du anhobst, um auf diese Besonderheit anzusprechen, ist mir etwas anders durch den Kopf geschossen. Und zwar, was auch ein Riesenthema ist und was die wenigsten im Griff haben, ist der Stress. Ja. Habe ich da oben Stress, zerschieße ich mir unten mein Mikrobiom. Ja, wie du so schön sagst, der Stress, das ist einer der wichtigsten Faktoren. Da gibt es auch wunderbare Studien, die zeigen, wenn wir viel Stress haben, chronischen Stress haben, schießt unser Körper dort ins Darmlumen Adrenalin hinein und unsere Darmbakterien verändern sich dann. Die mögen praktisch dieses Adrenalin nicht und es entsteht eine Dysbiose bzw. eine Darmflora-Verschiebung und am Ende auch dann wieder ein Problem mit unserem, ja, mit unserer Darmwand. Ja. Also ich komme mehr und mehr zu dem Eindruck, dass wir wirklich tolle Sachen wissen und auch umsetzen können, was die Physiologie angeht, aber wir immer noch weit, weit davon entfernt sind, wirklich um das zu kümmern, was da oben in unserem Kopf alles vorgeht. Und wenn das unkontrolliert abläuft oder falsch abläuft, dann haben wir ein Riesenproblem in der Physiologie. Ja. Ja, genau. Also wir wissen viel, aber viele Dinge werden sozusagen teilweise nicht richtig erkannt oder werden dann auch weggelassen in der Therapie. Und eigentlich muss man das Ganze wirklich ganzheitlich betrachten und ganzheitlich therapieren. Und was wir eigentlich noch gar nicht angesprochen haben, sind zum Beispiel Umweltgifte. Umweltgifte, wir alle, wir sind mittlerweile ein Reservoir an Umweltgiften. Und unser Körper speichert an unterschiedlichsten Zellen und ja, Geweben sozusagen bestimmte Umweltgifte ab. Und haben wir zum Beispiel zu viel Schwermetalle in unserem Körper, kann es auch dazu kommen, dass wir vermehrt Nahrungsmittelallergien entwickeln. Und das wäre auch nochmal so ein Thema, wo man auch sagt, da kann ich natürlich weit ausholen. Und Entgiftung wird hier auch nochmal ein ganz großes Thema, wenn man den Leaky Gut therapieren will und vor allem auch Nahrungsmittelallergien. Aber immer das Erste ist, die Nahrungsmittelallergien wegzulassen und hier den Entzündungsreiz im Körper wegzunehmen. Schaffen wir das nicht oder machen wir das nicht, können wir diesen ganzen Teufelskreislauf, der hier entstanden ist, nicht beherrschen. Und wir müssen irgendwo eingreifen. Und den Leaky Gut, den bekommt man nicht im Griff, wenn man nicht die Nahrungsmittelallergene einmal wegnimmt, auf die man allergisch ist. Was natürlich ein ganz einfaches Verfahren ist, um die Allergie nicht auszulösen, indem man einfach mal nichts isst. Ja, das heißt das Ja. intermittierende Fasten. Ja, man, es ist so, die Menschen verstehen einfach nicht, dass auch im besten, gesündesten Falle das Essen Stress für den Körper ist. Und wenn ich also eine Mahlzeit weglasse, was ja in den Augen von der deutschen Gesellschaft für Ernährung Todsünde ist, aber wenn ich eine Mahlzeit weglasse und das Frühstück bietet sich ja da an, dann sagt der Körper, klasse, ich muss da unten nichts tun, ich kann mich um andere Dinge kümmern und löst eben keine allergische Reaktion aus. Also das ist für mich so ein eindrucksvolles Beispiel, wie man mit ganz einfachen Maßnahmen Riesendinge bewegen kann. Ja, Fasten oder beziehungsweise auch intermittierendes Fasten finde ich auch eine ganz tolle Sache. Dem Körper auch mal die Freiräume schaffen, dass er sich um andere Dinge im Körper kümmern kann und nicht nur immer über praktisch ja, Verdauung nachdenken muss. Ja. Hier wirklich auch Reparaturprozesse entstehen können und dass man nicht immer wieder den Impuls hat von Nahrungsmitteln, die eventuell auch nicht sauber sind, sondern mit anderen Stoffen verunreinigt sind, dass man hier auch immer wieder oder der Körper hier immer wieder arbeiten muss, anstatt dass man sagt, okay, ich gebe dem Körper mal 16 oder sogar 18 Stunden Ja. frei. Ja. Ja. Und es ist einfach zu machen und es fällt ja auch keiner tot um, wenn er mal 16 Stunden nichts isst. Und wenn man die Schlafzeit da reinlegt, ja Gott, dann ist es vom Aufstehen bis zum frühen Mittagessen, ich kann um 12 Uhr Mittagessen, sind es dann 3, 4 Stunden, da komme ich locker über die Runden. Also von daher, das ist für mich eine tolle Geschichte, die nichts kostet, sondern auch noch was spart. Vor allem, sie spart auch noch mal Zeit.
man ist viel, viel schneller morgens in den Puschen, wenn man kein Frühstück machen muss, ja? Ja. Oder irgendwas in sich reinschlingt, was im Zweifelsfall Fastfood ist und nichts taugt. Ja. Ja. Ja, da gebe ich dir total recht. Das ist bei mir genauso. Ich frühstücke auch mittlerweile nicht mehr. Okay. Ich merke dann schon so ab 11, 12 Uhr, wenn ich dann viel gearbeitet habe, oh ja, jetzt braucht mein Stoffwechsel dann doch ein bisschen Energie. Aber das ist auch eine Gewöhnungssache. Ja. Nach gewissen Zeit reguliert sich da der Stoffwechsel und mir tut es total gut. Ja. Gut, haben wir noch was vergessen, Manuel? Haben wir noch was vergessen? Ich denke, wir haben eigentlich über alles gesprochen und auch darüber gesprochen, wie man dann am Ende am besten therapiert. Und mir ist einfach wichtig, dass man versteht, dass man irgendwo um diesen Teufelskreislauf des Leaky Guts, aber auch der Nahrungsmittelallergien und beziehungsweise der chronischen Entzündungen Herr zu werden, ist es wichtig, dass man sich testet auf Lebensmittelallergien. Und da kann ich eine kleine Geschichte von mir erzählen tatsächlich. Ich habe selber lange Zeit nicht nachgeschaut, welche Lebensmittelallergien habe ich. Und dann habe ich mal nachgesehen und habe gesehen, ah ja, oh weia, gegen das eine Lebensmittel, was ich eigentlich jeden Tag gegessen habe, bin ich tatsächlich leicht allergisch. Ja. Und dieses lasse ich mittlerweile weg. Und da merke ich auch ganz klar, wow, da kam sofort der positive Effekt. Und das merkt man sehr, sehr schnell. Also und glaube, es ist auch gut, wenn man jemanden sucht, der einem dabei hilft, an die Hand nimmt und der weiß, wie damit geht. Viele Ärzte haben dieses Wissen nicht, leider Gottes nicht. Wir lernen es einfach nicht. Und man sollte aber sich jemanden suchen und wenn man im Bekanntenkreis rumhört, es spritzt sich ja rum, ob jemand damit umgehen kann oder nicht. Denn es ist ausgesprochen hilfreich, dass man jemanden hat, mit dem man auch was besprechen kann, wenn es nicht so läuft oder. Und wir werden also dem Rechnung tragen und wir werden demnächst auf der Webseite der Akademie, werden wir einen entsprechenden Bereich haben, wo wir qualifizierte Ärzte nachweisen. Ja, weil ich packe es nicht, wenn wir 1000 Leute Mails schreiben, geht nicht. Aber wenn wir qualifizierte Therapeuten, und ihr bildet ja aus auch jetzt Epigenetik-Kurs, ja, wenn wir qualifizierte Therapeuten haben, dass die Menschen, die ein Problem haben, nachgucken können, wo sie dann diese Dienstleistung abrufen können. Ja. Ja, genau. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ich sehe es auch immer wieder, dass sehr viele Patienten zu uns kommen und sagen, sie, ich habe jetzt schon so viel Geld ausgegeben und bin von A nach B gelaufen und keiner hat mir richtig geholfen und jetzt muss ich bei Ihnen auch wieder Geld ausgeben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich qualifizierte Leute mal in einer Liste hat, ja, dass hier zurückgegriffen werden kann auf die Liste. Und was aber auch ganz vorteilhaft ist, zum Beispiel jetzt hier bei BioBalance, bei dieser Lebensmittelallergie-Diagnostik, dass man das auch selber machen kann als Endkunde. Das heißt, man kann sich diesen Test selber nach Hause holen und kann selber seine Allergien testen und dann bestimmt auch hier bei der Firma mal anfragen und sagen, hey, haben Sie einen guten Therapeuten, den ich empfehlen kann? Und hier gibt es definitiv auch schon Therapeutenlisten von BioBalance, die hier unterstützend tätig sein können. Okay, das ist, glaube ich, nochmal ein guter Tipp, denn Hilfe in der Not, ja, tausend Euro in Lot. Okay, Manuel, ganz herzlichen Dank für das heutige Gespräch und es war mit Sicherheit nicht das letzte. Genau, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Bis bald.